Klo benutzt. Was? Schwarz? Ja, und wer war's? Ich weiß auch noch wer. Ja, ich. Hä? Was haben wir zu viel benutzt? Schwarz. Aha. Schwarz. Ich sag ja nur mal kurz am Rand, Judenhelikopter, das war jetzt nicht ernst gemeint oder so noch. Nicht, weil ich aus der Judenhelikopter. War ich aus der Kutsche, du Schakal! Ey, ich ja, hab erst noch Kohle! Leute, ich zitiere jetzt mal Ello Trix. Dieser dreckige Judenhelikopter, wie kann man nur so schwarz sein? Da werde ich echt zornig. Was überhaupt an? Was für ein Film? Nee, ich glaube irgendwie nicht. Also bei mir, ich habe nie welche gesehen. Aber bei Marco war nicht. Du hatte nicht einer von euch eine, ein ja. Enderman. Ja, ja, der war bei mir. Also ich hatte auch einen. Aber ich hab den nicht. Weil bei mir laufen gar keine Monster rum. Ja, bei mir aber zum Glück. Ja, bei diesen Creeper oder so. Aber mir waren am Anfang auch keine. Alter, jetzt sind bei mir keine und ich hab gar keine Mittel, ey. Ich hab keine Fackel. Bei dir sind keine Monster jetzt mehr, Marco, oder was? Ich direkt. Nein. Cool, Marco, ich hab Fackeln. Ja, verkauf mir mal welche für ein Eisen. 100 Stück für ein Eisen? Seid ihr behindert, man, das ist doch kein Wert. Wir verkaufen nur Sachen mit Hilfe von Gold, Eisen, Diamanten oder Kohle oder anderen Erzen halt. Marco, wenn du mich hier verarschen willst, dann kriegst du 1000 Also ich lege jetzt einfach mal fest. 10 Kohle sind ein Gold. 10 Gold sind ein Eisen. Komm ja auch zu labern. Ne? Eisen ist hier wertvoller als Gold. Ja, ja, was willst du denn aus Gold alles machen? Ich meine, da kannst du ja immer eine Uhr machen oder so. Eine Karte zum Beispiel. Ja, da brauchst du kein Gold für. Ja, aber ein Scherz, ich meine, ich einen Kompass meine ich nicht gerade. Oh, gibt's ja auch diese scheiß grünen Würfel. Meine ich meine Uhr, kein Kompass. Felix. Slime, Jonas. Lapis Lazuli ist so viel wert wie 10 Eisen. Ey, ihr solltet ein Redstone hat den gleichen Wert wie Eisen und 10 Lapis Lazuli sind ein Diamant, also 100 Eisen sind ein Diamant. Oder auch 10.000 Kohle. Nee, das kann nicht sein. Kann ich auch ein schräges Dach machen, ja, eigentlich geht es. Ja. Ey, wir können ja nicht machen, dass ein Diamant 10.000 Kohle wert ist, oder? Was die Zuschauer vielleicht wissen sollten, Marco und Jonas sind Brüder und die schlagen sich daheim immer. Das war ein sehr produktiver Beitrag von Oliver. Wobei Marco nur von Jonas aufs Herz verprügelt wird. Hallo? Aber Marco kann ja, nicht reinstecken. Der Marco ist wieder der Tanker. Ja, das macht den Marco. Das, echt, das ne? Weiß ich. Das ist voll der kleine Tanker. Panzerhaut. Panzerfaust. Hä, wie baue ich denn jetzt in mein Haus? Oh, ich hab Panzer gefunden. Scheiße! Toll! Der Marco hat schon Suizid gehabt von den Schlägen von seinem Bruder. Ja, ich kann jetzt eine Sekunde mehr. Ja, ist mal Tag. Ja, das heißt... Alter, ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob Monster an sind. Doch, sind, nee. Sind sie nicht. Also bei mir war noch kein. Gut, lass es schön aus, ja? Wenn nicht, haben wir Pech, dann müssen wir, die haben wir halt diese Aufnahme ohne Monster. Im Moment machen wir ja eh nichts anderes, als nur rumcampen und farmen. Ja, Schimmel. Schimmelons. Schimmelons? Wo ist ein Schimmelon? Du. Ein Hitlon. Sag mal. Ja, das war kein Kraftausdruck. Ach ja, Bussi, das Video hat jetzt 380 Klicks oder so, ne? Das ist übertrieben, wie viel Klicks ihr uns gebt, ey. Chillt mal eure Base. Nix, chillt mal eure Base, wir wollen berühmt werden. Berühmt, berüchtigt oder was? Ja, unter Tor, Alter. Ich schwör auf Big Mac. Nee, ich schwör auf Cheeseburger, hab ich heute einen gegessen. Ich hab heute seit mindestens einem halben Jahr oder so endlich mal wieder einen Döner gegessen, ey, voll der Sünde. Ich bekenne mich der Sünde schuldig. Ja, oh, voll die Sünde, ey. Junge, dein... Dreckiger Müffler, ey. Sünde, Olli. Fick deine Mutter, ey. Oh! Alter! Junge, was ist denn hier passiert? Kraftausdrücke. Junge, ich hab
ich hab auf meiner Insel, Junge, habe ich die Bäume aufgebaut. Da kamen dann Setzlinge. Ohne Witz, ich hab die gesetzt. Junge, das ist so ein Hiroshima-Baum gewachsen. Verkrüppelter Atombaum. Der ist dreimal so riesig wie ein normaler Baum. Was ist denn da passiert, ey? Gibt's hier Strahlung oder was? Ohne Witz, ist ja nicht mehr feierlich, ey. Junge, ist nicht ey, es so, wird gleich ne? wieder Nacht, ne? Wieso das ohne geht Witz doch nicht? Wieso? Ich dachte nur. Was erlaubt? Ja. Leute, ich tu meine Fenster mit Eisenstangen machen, ja, ne? So krass, machen. Gell? Ja. Alter, ich brauch mal so viel Holz jetzt, ey. Marco, das heißt ich ghetto, sondern Pole. Leute, nicht so polenfeindlich eher. Ey, morgens halb 10 in Polen, wo ist mein Knopf? Polen ist sau Hammer, du kriegst da Filme für 5 Euro, die aktuell noch im Kino laufen. Ja, raubkopiert, ne? Nein. Ey, wo gibt's denn hier mal Schweine, ey? Willst du mich verarschen? Überall nur Buschland. Bussi, bei den DVDs kam alle 2 Minuten die Schrift. Sie sind für den Inhalt und den und dafür, dass sie die DVD haben, selbstverantwortlich. Ah, da hinten ist ein Schwein, die nah an der Rettung kommt. Eine, Mann, das regt mich auf, nicht mal Hühner, ey. Ich verrecke jeden. Ach ja, ich hab noch 2 Hühner wird übrigens mit H-Ü-N-A geschrieben. Wollte ich mal so am Rande. Kleine Grammatikübung. Ja, Leute, ich hab 13 Punkte mündlich, ne, also. Bei mir laufen ja die ganze Zeit Schweine rum. Ja, dann schick mal, und ja, dann Server mach mal. Wird, ich hab in auch so eine andere Bewerbung. Junge, die Chicken-Farm funktioniert nicht mehr ab 1.2.5. Nein, ich meine einfach ein Gatter mit Scheiß. Die Eier fahren nicht mehr, weil die Chickens da drin irgendwie immer verrecken oder so. Die können nicht mehr unbegrenzt schwimmen wahrscheinlich. Die saufen irgendwann ab. Da bräuchten wir jetzt den Noah für so geile Sounds. Gluck, 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 schlucken rein, immer wie die Nutten. Alter, ich hab hier 2 Kühe. Jawohl, das ohne Witz, ich hab hier so viel Schafe. Ich kann Wolle verkaufen. Ja, ich habe ja auch ganz viele Schafe. Ich hab 4 Wolle. Ich hab 'ne Sau. Jonas, hast du dein Haus jetzt eigentlich mal gebaut? Nee, das wird ziemlich groß. Ja, ach nee, übrigens, wenn du... Alter, ich leide schon Hunger. Marco, heul halt. Jonas, wenn du fertig bist und dann den Markt baust, hängen da einfach so Schilder auf, wo wir einfach so, erstmal so Währungen... Ich weiß doch gar nicht, wie ich einen Markt machen soll. Du baust einfach einen Platz für den Markt dann. Vielleicht hätte ich die Rinder hier nicht alle killen sollen. Ja, ich hab ja auch noch Rinder. Ach, hier, ey, der fruchtbare Westen. Ich hab's gerochen. Was, der fruchtbare Westen, ey? Nochmal. Ich hab hier keine Scheiß. Ich hab nur beschissene Schafe, ey. Also ich baue eine Höhle. Die andere Höhle war behindert. Und alles voller Bäume. Weißt du, wie mich das aufregt? Da kann ich hier kein Kotze kriegen. Keine Not. Wenn halt alle auf dem Stil. PC ist wahrscheinlich wieder gerade. Also Jonas PC ist offensichtlich abgekackt. Wenn du willst, kannst du ja neu starten. Ja, ich bin gerade dabei. Ich werde nie wieder Hunger leiden, ey. Nie wieder. Denn ich bin. Ich glaube, mein Kanaan. Haus ist viel zu offensichtlich. Olli hat das ja gerade gesehen hier. Was machst du da eigentlich, Marco? Junge, auf meine Rochers zu essen. Nein. Ich baue hier meine Hütte. Im Arsch. Ja, ich hab einen Dschungelkettchen gekriegt. Im Arsch. Cool. So, ich baue Sand. Wo ist denn deine Hütte? Und aus Sand kann man. Ich hab keine Hütte, ich hab eine kleine Höhlen. Villa. Flat. Muss man, das Weizen, muss man das an der Dings anbauen? Wo an der Dings? Ja, weil du musst damit den Wald bewässern. Nee. Ja, wie nah muss man das Wasser bauen? Das Wasser direkt reicht 4 Felder weit. Oh, ich habe Lava gefunden. Alter, der Junge ist übermächtig. Ist okay. Alter, mein Hiroshima-Baum sieht man 3 Kilometer, ey. Ohne Witz, ey. Sieht aus wie so ein Turmpilz, ey. Ich will nicht wissen, was ich für mutierte Schafe bekomme. Kriegst du ein Schaf mit 4 Köpfen? Nee, es gibt Zombies, ich hab grad einen gehört. Ich nicht. Jonas, bitte.
Wow. So, jetzt machen wir erstmal ein paar Fenster. Obwohl, das ist eigentlich das, so, was ich am wenigsten brauche. Wow, hier ist ein Zombie. Also jetzt wissen wir offensichtlich, dass die Zombies immer noch an sind. Obwohl ich noch gar keinen gesehen habe. Ich brauche eine Rinderfarm. Alter, ich brauche unbedingt Zäune, damit die scheiß Viecher nicht reinkommen. Interessiert mich nicht. Also mein Haus ist so offensichtlich, das muss ich ja immer wieder erkennen. Keine Ahnung, da muss ich glaube ich mal Blätter unten dran machen. Das ist zu offensichtlich. So, hier kommt meine Getreidefarm hin. Wie baut man nochmal so eine Schere? So schräg, die also diagonal gegeneinander oben drüber. Zwei so Iron Ingot. Ja, was? Ich glaube, so Schere macht man aus Holz. Über was? Ja, du eins in die Mitte und eins rechts unten. Iron Ingot. Ja, ja, klar, ich weiß, ich habe schon eine gemacht und habe 19 Wolle. Ich mach mir gleich ein. Ah, ich hab hier ein Island. Kinder, Kings ist back. Ja? King. Der ist noch unter einem anderen Namen rein, ne? Also, ich komm Alter, dann mal wieder. Der Hiroshima-Baum regt mich so auf. Der was? Der Hiroshima-Baum. Fäll den halt. Da verbrenne ich. Boah, ich hab da so ein elendes Schwein da drin, Schwein rettet Leben. Was? Jetzt ja, ich schon? Hab alles voll mit Holz. Ey, wie kann man nicht Lianen mit so einer Schere abbauen? Ja, kann man. Kannst Lianen, ja. Gras. Also ich weiß ja, Mohn wird auch mit Scheren abgebaut. Die kenne ich von mir zu Hause. Blätter von Bäumen. Pam, pam, pam. Also, überall Holz. Zu viel Holz, meine Güte. Ich mache jetzt mal den Baum auf meiner Mini-Insel so weg, damit Holz ich da mal frei Luft. Vor allem, weil ich ja auch neben dem Dschungel lebe. Ich mache jetzt eine Holzhütte, ne? Ja, jetzt ist jetzt wirklich.